Im Namen der US Army Garnison Baden-Württemberg danke ich der Stadt Heidelberg für 68 Jahre voller Freundschaft und Partnerschaft. Es war eine besondere Ehre, als letzter Kommandeur hier zu dienen, und es ist ein bittersüßer Moment, unseren vielen Freunden hier Lebewohl zu sagen. Aber es ist extra schwer, aus Heidelberg wegzugehen, weil wir bei Ihnen immer sehr willkommen waren. Wir sind traurig, dass wir gehen müssen, aber wir wissen, dass unsere Freundschaft mit Ihnen ewig hält. Im Herzen werden wir für immer Heidelberger bleiben. Auf Wiedersehen und vielen Dank, until we meet again. Unsere US-amerikanischen Truppen trafen direkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Heidelberg ein. Sie waren in den letzten 68 Jahren hier in Heidelberg und in Mannheim stationiert. Es waren ständig ungefähr eine 1/4 Million Soldaten der US-Armee über Deutschland verteilt. Zu der Zeit war Heidelberg das Hauptquartier der US-Armee in Europa. Aber zum Ende des Kalten Krieges, nachdem die Mauer gefallen war, begannen wir unsere Präsenz in Deutschland zu reduzieren, weil die Bedrohung durch den Warschauer Pakt nicht mehr gegeben war. Nun werde ich persönlich die Schließung des Stützpunkts in Heidelberg vollziehen. Es ist wirklich schwer und geht uns allen sehr zu Herzen, Standorte schließen zu müssen, die zu unserem Zuhause geworden sind. Aber so lautet eben unser Auftrag. Und ich weiß, dass die Familien, die in die USA zurückkehren, dort auch gut versorgt werden. This is where we live now, nearby Heidelberg. Hier wohnen wir im Moment in der Nähe von Heidelberg. Und wir ziehen this house here in dieses Haus in Harker Heights. In Harker Heights, Texas. Yeah, we have a big Unser Leben wird sich verändern und ich glaube, keiner von uns kann sich momentan vorstellen, wie sehr, weil wir uns mit dem beschäftigen, was ansteht. Umziehen, Auto verschiffen, Arbeit beenden, den Schulabschluss machen. Ich glaube, wir können das ganze Ausmaß der Veränderung noch gar nicht abschätzen. Ich weiß noch nicht, was ich dort zu tun habe.
Ich kenne die Leute nicht, mit denen ich arbeiten werde. Ich kenne den Stützpunkt nicht. I don't know the base. Es gibt viel Unbekanntes in Bezug auf meine Arbeit. For my job in particular, und mit Kerstins Job ist es erstmal vorbei. Sie muss sich einen neuen suchen, wenn wir in Texas sind. Wie wir alle wissen, ist die Arbeitslosenquote in den USA momentan ziemlich hoch. Und es ist nicht einfach, einen Job zu finden. Wir versuchen, in den USA neu anzufangen. Wir wollen ein Haus kaufen, uns niederlassen und dann sehen, was passiert. Ich werde sehen, wie ich damit fertig werde. Ich kann nicht in die Zukunft schauen und vorhersehen, was passiert. Aber wir kriegen das schon hin. Ich glaube, das wird fast sowas wie eine zweite Kindheit. Es ist schon sehr schwer, besonders nach so vielen Jahren. Heidelberg ist unser Zuhause und das schon seit über 50 Jahren. In unserem Alter sein Zuhause zu verlassen, das ist nicht einfach. Wir sind ja inzwischen vertraut miteinander. Viele meiner deutschen Freunde sagen, wie können Sie die Amerikaner nur umsiedeln? Die gehören doch zur Familie. Wir leben hier alle zusammen wie eine große Familie. Als wir damals ankamen, gab es die Deutschen und die Amerikaner. Aber die Zeit und alles, was passiert ist, hat uns zusammengeschweißt. Und jetzt sind wir so. Die Deutschen sind uns wirklich sehr nah. Die Deutschen, also die Leute aus Heidelberg, sind sehr unglücklich, dass wir gehen. Wir gehören einfach dazu. Dieses Jahr geht eine Ära zu Ende. Die Abschiedsausstellung hier in Heidelberg zeigt wichtige Stationen aus der Vergangenheit bis hin in die Gegenwart. Die Verbindungen zwischen zivilem Leben und Militär und die dauerhaften Freundschaften zwischen Deutschen und Amerikanern hier in Heidelberg und in Mannheim. Lasst uns nun die Ausstellung eröffnen. Wie geht's dir? Hallo, Rachel. Hallo, how are you today? Wie geht's Ihnen? Da hängt ein Bild von Ihnen. Ich würde sagen, das war ungefähr 1961. War das so spät? Das hier war 1960. Das stammt aus unserem ersten Skibuch, das jährliche Skibuch, das ich geschrieben habe. Ja. Die Familie Gröbel ist fester Bestandteil des Heidelberger Lebens. Rex, der im Zweiten Weltkrieg Kampfpilot im Pazifik war, kam 1951 als Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsabteilung nach Heidelberg. Rachel, von Beruf Lehrerin, kam 1955. Gemeinsam haben sie hier mehr als 120 Jahre Dienst geleistet. 120? Zusammen. Wow. Das ist eine lange Zeit. Hi everybody, this is Sandy Mitchell. Starting off today's show, we've got a big one. It's by a guy we know we like and we know you all like. It's Mac the Knife by Bobby Darin. Mac the Knife, yes indeed. Thank you very much, Sandy. And if you'll take this back over there with you, we'll just put the Mac the Knife on here and cue it up just a little bit. And then, by golly, we'll see what's happening with Mac the Knife, done by Bobby Darin, of course, of course. We can get it cued up, that is. Closing out, we want to say, Großer für dein Zuschauer der Abendschau.
Als ich nach Deutschland kam, gab es einen dicken alten Unteroffizier, der mit seinem super markanten Kinn aussah wie aus einem Comic. Er rief unsere Namen auf. Haskell, gehen Sie ins Patrick Henry Village. Zimmernummer so und so. Patrick Henry Village. Alle, die dort standen, sahen sich verwundert an. Hier waren etwa 12 Leute. Patrick Henry Village. Davon hatte keiner von uns je gehört. Also rief ich ein Taxi und der Taxifahrer sagte, wohin? Wir fuhren weiter zur Taxizentrale. Sie fragten, wohin? Schließlich fuhren wir zur Polizeiwache. Und die fanden dann heraus, wo dieses Patrick Henry Village war. Ich saß hinten im Taxi und weinte. Ich bin doch nicht nach Deutschland gekommen, um in einem amerikanischen Dorf zu leben, das niemand kennt. Ich habe mich zur Infanterieausbildung gemeldet und am 18. Februar 1992 mit der Grundausbildung angefangen. I went to basic training. 17 Wochen später hatte ich die Ausbildung hinter mir und bekam den Befehl, nach Deutschland zu gehen. I had orders to go to Germany. Thanks a lot, man. You have a good day. Yep. Für mich war es das erste Mal, dass ich alleine lebte. Denn bevor ich zur Army ging, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, obwohl ich schon 19 war. Es war so ein Gefühl von Freiheit. In Amerika darf man ja erst mit 21 Alkohol trinken. Das war hier anders. Das war eine zusätzliche Freiheit. Es war eine gute Erfahrung. Ich habe viel Spaß gehabt. Und dann habe ich Kerstin getroffen. Da wurde es sogar noch besser. Es ging alles ziemlich schnell. Am Tag, als wir uns kennenlernten, kamen wir zusammen. Und seither sind wir ein Paar. Das war 1993. Er ist lustig. Und er versucht auch immer lustig zu sein. Das ist sein Charakter. So, yeah, that's his character. Auch wenn sie nur über etwa ein Viertel meiner Witze lacht. Ja, weil ich sie nicht lustig finde. Ich habe einen anderen Humor als er. So. Aber er ist sehr liebevoll und ein guter Ehemann. A good husband. So. Also ja, ich liebe ihn sehr. I do love him very much. Wirklich? Ich natürlich auch. Ich liebe sie sehr. Vielleicht kommt das manchmal nicht so rüber, wenn man so lange verheiratet ist. Wie lange schon? 19 Jahre? 19 Jahre. So. Will, you could do your German flag. Yeah. Yep. Good.
We normally put these the flags out when we come up on the weekends because it's a little sentimental to me. I like to display the Stars and Stripes and also the German flag. Makes us feel at home, I guess. Are you getting emotional? No, but it's just I just like to show the flag and. Yeah. 25 years is it's a long time. It always hasn't been a rosy picture because of the separation, me in Korea and him in Germany. But, and of course, this is way before computers were even thought of. And you just write letters and you telephone and you just keep in contact and how you doing, what have you been doing? The phone bill was very high. The phone bill was very expensive, but who cares about that when you hear from somebody that you love? But that's behind us now, and I'm not going any place soon, God willing, if I'm going to stay around, and he's going to be here, and this is where I'm going to grow old. Well, I'm old now, but this is where I'm going to grow old and have my garden and my flowers and family and friends. And I was going to the disco, which is in our little town of Ebenhide, and with a friend of ours, a soldier, that was actually PCSing back to go to the States. And do you remember the story? Steve. And I walked in with him, and Willie was behind the bar with his best friend, Liana, whose parents own the bar. And I looked at him, and I guess we made eye contact. I don't know. Did you just ask me, do you remember the story, seriously? Well, you remember it, sure you do. And that's when I said to myself, I said, this guy is who I think I'm going to spend the rest of my life with. Wir haben uns da das erste Mal gesehen und er ist immer auf der Tanzfläche rum und hat getanzt und hat immer so absichtlich nicht hinter die Theke geguckt. Ich habe natürlich schon gemerkt, dass er so heimlich doch mal herguckt immer. Und dann hat man sich aber an diesem Weinfest dann doch ein bisschen unterhalten. Und wo er gewohnt hat, das ist zwei Häuser, die Straße hoch, wo ich gewohnt habe. Und freundliche Nachbarschaft, tut man ja, hab gedacht, Amerikaner mögen ja deutsches Bier. Also ich bin natürlich hoch mit meinen vier Fläschchen Bier. Und dann haben wir diese Bierfläschchen getrunken und ich bin dann heimgegangen. Und Badenser sind ja ein bisschen sparsam. Und somit bin ich dann halbwegs auf dem Heimweg gewesen, dachte mir schon, oh Gott, die Pfandflaschen sind ja noch da oben. Ich zurückgegangen, geklingelt. Und habe noch gesagt, kann ich die Flaschen wieder haben? Die waren natürlich schon im Müll gelegen, typisch amerikanisch. I thought it was crazy. I said, what do you want these bottles back for? And then, because I was new to Germany, I didn't realize about the recycling and it makes sense, but I just thought, what do you want these bottles back for? And yeah, I'm sorry. Das war für mich natürlich auch eine Herausforderung, ihm eine Pfandflasche zu erklären. Denn die Vokabel kannte ich bis dahin noch nicht, weil es für uns einfach normal war. Ja, und das war so der Beginn unserer intensiven Freundschaft. Und das war auch so um Ostern rum. I know exactly when. I can't tell you the date. It was in 88, yeah. That's right. Because I was in Korea in 83, yeah. GM Service Center, Heidelberg, Anderson. GM Service Center, you'll see it. It's an authorized GM Hummer service facility. All right? You bet. Bye-bye. Okay, da kommt jetzt ein amerikanischer Kunde hierher wegen einer Servopumpe, wo wir eine Spule drauf montieren müssen. Ja, weil er es nicht schnallt. Ganz einfach. Wir drücken sie drauf und fertig. Nee. Da hat's alles angefangen. Mit einer kleinen roten Werkstattkiste, die habe ich immer noch da. Klitzekleine Sachen. Ich hatte vielleicht 50 Schraubenzieher und Maulschlüssel. Also wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Ja. Und da kam der Oberfeldwebel und hat gesagt, ich sollte das mal auch für andere Amerikaner Soldaten mal ausprobieren. Habe ich gesagt, okay, gut, probieren wir es aus. So.
Und von dem Punkt haben wir uns von dieser klitzekleinen Werkstatt innerhalb 10 Jahre zu das beste Engineering-Spitzengeschäft von GM und Cadillac in Europa aufgearbeitet als One-Man-Show von der 30 Quadratmeter Werkstatt in Hirschberg in 10 Jahren. Mhm. Ich hab ihn. Und dann so. Ja. Das 10 Meter hast du schon genommen, ja? Die kleinen Schrauben hier halten das gigantische Teil, 30 Kilo. Naja, ist ein Hammer. Das ist der Hammer. Ja? Cool. So. Und da. Es wird jetzt laut, wenn er läuft. Mein Vater und meine Mutter sind deutsch, waren hier geboren, leben hier. Die haben mich und meine Blutschwester aus einer Orphanage, aus einem Waisenhaus adoptiert und dann sind sie ausgereist nach Amerika in 1959. Ja, ja. Ich habe da für über 40 Jahre gewohnt und bin dann im Jahr 2000 zurückgekommen. Jetzt muss ich mich entschuldigen. GM Service Center Heidelberg, Anderson. Also ein Golf. Also ich muss Ihnen leider jetzt mitteilen, dass wir hier keine europäischen Fahrzeuge machen. Wir sind eine GM, absolut nicht. Wir sind eine GM Engineering Firma. Wir machen nur nordamerikanische Fahrzeuge und keine deutschen oder europäischen gebauten Fahrzeuge kommen hier bei mir rein. Das funktioniert nicht, leider. Danke trotzdem für den Anruf, Herr Reich. Ja, tschüss. So, und das habe ich mindestens 15 Mal pro Tag. Was verstehe ich von Volkswagen Golf? Für mich ist Golf mit einem Schläger einen weißen Ball hauen. Ich habe keinen Dunst von Volkswagen Golf. Ja? Aber Camaro und Corvette, na, das ist eine andere Geschichte. Ist dir warm genug? Ja, mir ist warm genug. Hi. Hallo, wie geht's? Good morning. How are you doing? Hey, alle lieben dich. Everybody likes you. Yeah, I know. Ja, ich weiß. Die Leute, die gerade auf 4 abgeschlagen haben, sind jetzt auf grün 17. So they've got only 4. Sie haben also nur noch 4 Löcher vor sich. See, today, the sign says here, das Schild hier vorne zeigt, dass ich der Marshall bin. Ich verfolge das Spiel. Wenn es zu langsam geht, versuche ich, die Leute etwas anzutreiben. Und wenn ein Kart liegen bleibt, helfe ich ihnen. Und wenn es irgendwelche Probleme auf dem Platz gibt, komme ich und helfe. Mit der Fahne oben und dem großen Schild wissen sie immer, wo ich bin. Und das mache ich jetzt, seit ich 1988 in den Ruhestand gegangen bin. Ich war bei der Eröffnung des Platzes dabei und hatte schon zuvor darauf gespielt. Und bis vor etwa 3 Jahren habe ich viel hier gespielt. Und wir wissen noch nicht, was mit dem Golfplatz passieren wird. Es wird schwer, von hier fortzugehen. Mir gefällt das alles gar nicht. I'm not happy about it. Good morning, everyone, boys and girls.
My name is Sarah Bennett, and welcome to a celebration celebrating the long history of our school. Please stand for the presentation of the flags and the national anthems. Then we'd like all our guests to take their seats while the students of Patrick Henry sing a special song about their special day. Color guard, post your color. Yeah, it's a plane. Color guard, honor your colors. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. We have a very special guest with us today who was a teacher when our school opened in 1955. Please welcome to our stage Miss Rachel Gribble. Good morning. Guten Morgen, liebe Ehrengäste, meine Damen und Herren, liebe Bobcats und Vertreter der Presse. And members of the press. Ich kam im August 1955 hier in Deutschland an. Das ist sehr lange her. 1965 bekam ich die Chance, an der Patrick-Henry-Grundschule als Sonderpädagogin zu unterrichten. Die deutschen Lehrer an unserer Schule erschufen eine wunderbar geborgene Atmosphäre. Ihr Ziel war es, uns die deutschen Gepflogenheiten näher zu bringen und schätzen zu lernen. Mary Faulmüller und Frau Pflüger kümmerten sich um die Organisation. Higgy kam mit ihrem Akkordeon in die Schule und brachte den Kindern deutsche Lieder bei. In der Schule herrschte ein Gefühl von Geborgenheit. Das bildete die Grundlage für glückliches Lernen und für bleibende Erinnerungen. And for long lasting memories. So möchte ich nun sagen, lebt wohl, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. And God und Gott sei mit euch. Ich kam 1967 nach Deutschland. Zwei Monate später war ich auf dem Weg nach Vietnam. Im Dezember 1970 verließ ich schließlich die Armee und kam zurück nach Deutschland. Heidelberg war eine Brutstätte des Widerstandes gegen den Vietnamkrieg. Hier begann mein Engagement. Ich bin ein Vietnam-Veteran und ich möchte den Menschen zeigen, was ich fühle. Ich will die Soldaten repräsentieren, die gegen den Krieg sind. Nice to see you. Schön, dass Sie da sind. Donnell Stephen Summers. Waren Sie auch in Heidelberg? Ja, ich war in Heidelberg stationiert. Schon länger her. Ja, 1967.
7. Aha. Verstehe. Dann war ich bis 68 in Kaiserslautern. Das ist lange her. Und von dort ging ich nach Vietnam. Ich bin seit 79 in Heidelberg. 79. Oh yeah. Since 79. Sie sind ja noch jung. Ja, ich fühle mich immer noch jung. Good. Nice to see you. Nice to meet you. Schön, Sie kennenzulernen. Ich hätte gerne ein Steak Sandwich. Was kommt da noch drauf? Käse, Zwiebeln und Pilze, wenn Sie möchten. Und unsere Spare Ribs sind weltberühmt. Weltberühmt? Weltberühmt. Und Cola? Danke. Da steht ein Kühlschrank. Nehmt es euch selbst. Mein Vater fing an, es mit seiner Autorität ein bisschen zu übertreiben. Und ich konnte mich seinen Regeln einfach nicht beugen. Ich hatte die Wahl, entweder du spurst oder du gehst. Ich bin gegangen. Außerdem hatte meine Freundin gerade mit mir Schluss gemacht. Es war also eine Kombination aus Liebeskummer und meinem Vater, die mich zur Armee trieb. Ich wollte weg. Ich meldete mich freiwillig zur Armee. Ich wurde nicht eingezogen. Ich ging freiwillig hin. 1968. Ich war 1967 mit der Schule fertig und fand keinen Job. Niemand wollte uns einstellen. Alle fürchteten, man würde eingezogen. Man konnte also nur bei McDonald's arbeiten oder in irgendeinem anderen Scheißjob. Die Armee war ein Ausweg. Mein Vater war Arbeiter in einem Stahlwerk. Wir lebten in einer Bergarbeiterstadt. Es gab keine Zukunft dort für junge Leute. Ich war 19 Jahre alt. Und einen Monat nach meinem Geburtstag war ich in Vietnam. Als ich zur Armee kam, glaubte ich an das System und daran, dass wir für Freiheit und Demokratie kämpften. Ich dachte auch, ich müsste meine Pflicht tun. Mein Vater war in der Armee, mein Großvater war in der Armee. Es war Tradition. So ist das in der Arbeiterklasse in Amerika. Man denkt, wir sind in Vietnam, um den Menschen zu helfen. Ja, wir gehen rein und töten die Kommunisten. Und dann bist du plötzlich in diesem ganz realen Krieg und merkst, dass wir das Problem sind. Wir, die Amerikaner, sind es, die alles in die Luft jagen und zerstören. Es war nicht der Vietcong, wir waren es. Wir marschierten in ihr Land ein. Wir hatten dort nichts zu suchen. Die Deutschen und die Franzosen, die Italiener und ganz Westeuropa unterstützten die Kriegspläne der USA. Besonders Deutschland, denn das war das Hinterland, in dem sie ihre Truppen stationieren, vorbereiten und ausbilden konnten, um sie von dort aus nach Suez, in den Libanon und überall hin zu entsenden. Über den gesamten Zeitraum von 1945 bis zum heutigen Tag war Deutschland eigentlich nichts anderes als ein amerikanischer Flugzeugträger. Deutschland spielte die Rolle eines wohlwollenden Freundes und war weniger ein besetztes Land, sondern aktiv an den Kriegsplänen der USA beteiligt. Daran besteht kein Zweifel. Heute holen wir die amerikanische Fahne von Patrick Henry Village zum letzten Mal ein. Sie ist unser Geschenk an die wundervollen Menschen in Heidelberg. Wir hoffen, Sie schätzen die Fahne ebenso sehr, wie wir Ihre Freundschaft schätzen. Vielen Dank.
Ready. Step. Jetzt noch ein klein bisschen, weil wenn er spielt. Ja, kein Problem. Ist es laut genug jetzt? Jetzt ja, aber ich muss warten. Ja, wir müssen jetzt erst genau, mal mit ihm. Genau. Machen wir da Intro, Schatz. Bruno, muss ich vorzählen? Eins und zwei. Weil so bringt es gar nichts. Oh, we got a hair for the blues and the high sugar, I know. Oh, yeah. Okay. Both shrooms. So it's perfect. Buy the shrooms in house. It's perfect. This is AFN The Eagle. I'm Gary Bartel, and in the studio with us today is a singing legend in Germany, Joy Fleming. Joy. Hello. Hi. Your career has been pretty remarkable, and it, as I understand it, it was really tied in very closely with the American club scene in the beginning. How did that come about? I started very young listening to AFN radio music, and I heard a lot of good songs and a lot of good styles, jazz, big band, and all this. I would say still thank you to the Americans that I learned so much from my career. Well, AFN was very popular in those days. I mean, the German radio was kind of boring. They only had their Peter Kraus and Cornelia and Sugar Baby. Sugar Baby. And I couldn't hear this. And I said, no, let's switch over to AFN. Also ich war schon als Kind sehr gut orientiert mit Musik. Dann meine Schwester, eine hervorragende Stimme gehabt damals. Dann hat ein Amerikaner, ein Herr Estes, eine Sängerin gesucht für den Ami-Club. Da bin ich erst mal in Kontakt gekommen. Der hat mich gehört in Mannheim im Gambrinus. Da gab es immer so wie heute Casting, gab es also Abende, die hießen Je Kami, jeder kann mitmachen. Und da bin ich mit meiner Mutter hin, da war ich 13 Jahre alt. Weil wir durften nicht ohne Begleitung der Eltern da rein in den Nachtclub. Und wir haben dann auch mit dem Petticoat so, dann haben wir bloß mal so gewippt mit dem Goldgürtel. Damals war schon durch die Hälfte. Und waren halt schon gut für die Zeit. Und dann hat der Ami sich die Nummer, die Adresse geben lassen von meiner Mutter, wo wir wohnen. Und plötzlich, irgendwann hat es geklingelt an der Tür, stand der da. Und der hat mit mir geübt. Und dann hat er mich mitgenommen, der erste Abend, in die Törle Barracks, hieß die, in Käferdal. Und die Armee habe getobt. Ich war so kleine, zierliche und habe aber gleich Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Mit dem Bass und so, und die Armee sind ausgeflippt. Super.
sobald man in einen Club reinging, dieses Flair, diese Freiheit. Also die Armee ist schon ein ganz tolles Publikum. Die haben auch immer applaudiert, obwohl ich nicht so bekannt war, aber die haben getobt wie verrückt. Für die war ich einfach die kleine Erna und die bringt's. Und die waren halt immer der Meinung, ich sollte nach Amerika gehen, ich würde sofort ein Star werden. Ach so, nee, hab ich gesagt, ich bleib lieber in Mannheim. I stay here in Germany. Ja, und ich wollte das einfach nicht. Oh. Such a beautiful day. Was für ein herrlicher Tag, wenn es nicht noch regnet. Prost. Shot in the glass is better than shot in the glass. And a bottle in front of me is better than a bottle in front of me. Ein, zwei, drei, sofa. Finally. Na, endlich. Freundschaft unter Amerikanern und Freundschaft unter Deutschen. Es ist wie mit zwei Ringen. Der äußere Ring steht für Freunde, der innere für enge Freunde. Bei Amerikanern kommt man sehr leicht in den äußeren Ring. Wenn ich hier so mit ihnen rede, habe ich schon das Gefühl, wir sind Freunde. Aber Teil des inneren Kreises zu werden, ist sehr schwer bei den Amerikanern. Bei den Deutschen ist es sehr schwierig, in den äußeren Kreis zu gelangen. Aber sobald man da einmal drin ist, ist man schon fast im inneren Kreis. Für immer. Und die Bomben? Stimmt, das ist interessant, als die Bader-Meinhof-Bomben hochgingen. Darüber kann Rex was erzählen. Rex can tell you a story about that. Das war sehr interessant. Bader-Meinhof-Gang. Es war 1972, als die Bombe hochgegangen ist. Eine deutsche Frau hat den Wagen durch das Tor gefahren und ihn vor dem Gebäude der Einsatzzentrale geparkt. Die Bombe tötete drei Amerikaner, als sie 2:06 explodiert ist. Die andere Bombe ging in der Nähe der Wachtürme hoch. Man hielt das Gebäude fälschlicherweise für die Kommunikationszentrale. Das zweite Auto parkten sie vor der Einsatzzentrale, wo es diese drei Menschen tötete. So sah es heute Mittag vor dem Hauptquartier der 7. US-Armee in Heidelberg aus. Gebäude und Gelände waren hermetisch abgeriegelt. Die Kontrollen gegenüber gestern Abend noch wesentlich verschärft worden. 50 Minuten vorher waren hinter diesem Eingang zwei Bomben explodiert. Sie hatten drei Menschen getötet und fünf verletzt. Fest steht bisher, die Bomben wurden in zwei gestohlenen deutschen Fahrzeugen, die später mit US-Kennzeichen versehen wurden, in das amerikanische Hauptquartier Heidelberg eingeschleust und dort sind sie, wahrscheinlich mit Zeitzündern versehen, explodiert. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Meine Frau und ich waren dort. Und als die erste Bombe hochging, wusste ich, es wird noch eine zweite geben, denn so gingen sie normalerweise vor. Ich packte sie, schob sie auf den Boden und stellte einen Sessel über sie. Das alles in nur ein paar Sekunden und dann rannte ich los. Sie schrie mir hinterher, lass mich nicht allein. Aber ich wusste, dass dann noch eine Bombe kommt. Und wir hatten zwei kleine Kinder. Ich wollte nicht, dass wir beide zusammen eng umschlungen getötet würden. Aber wir hatten Glück. Abgesehen von den drei Toten. Danach kontrollierten wir jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit die Mülltonnen, die Flure, alles. Zumindest manche. Und unser Chef gab eines Tages eine große Party, weil wir wegen den Bombendrohungen zu Hause bleiben durften, aber trotzdem alle kamen. Es gab Bier, Wein und Salami, einfach als Dankeschön, dass wir alle zur Arbeit gekommen waren. Singen wir. Lasst uns singen. Prost, Kamerad. I always
Ich hatte immer das Gefühl, sie waren dankbar, dass wir hier waren. Aber keinerlei negative Gefühle. Bei manchen wahrscheinlich schon. Wir waren Teil ihres Lebens. Aber es waren normalerweise sehr kleine Protestgruppen. Manchmal demonstrierten sie in der Stadt. Und manchmal kamen sie zum Hauptquartier und standen vor dem Tor. Aber es waren nicht sehr viele. Wir beachteten sie kaum. Uns wurde immer gesagt, lasst euch nicht darauf ein. Geht nicht raus und streitet mit ihnen und so weiter. Wir wissen, wie wir auf die Soldaten zugehen müssen, weil wir selbst welche waren. Wir wissen, wenn wir ihnen sagen, dass wir genau wie sie gedient haben, in derselben Uniform, dass wir im Krieg waren, dann respektieren sie das. Dann hören sie zu. Das hier ist ein gutes Beispiel. Erst wusste er nicht, wie er reagieren sollte. Aber dann ist er aus seinem Truck ausgestiegen und hat gesagt, mein Vater war in Vietnam. Und plötzlich haben wir was gemeinsam. Jetzt reden wir wirklich miteinander. Wir stehen direkt vor ihnen und machen unser Ding. Und sie wollen es ja wissen. Sie wollen wissen, was los ist. Sie sehen uns und wenn ich sage, dass ich Vietnam-Veteran bin, fangen sie an zuzuhören. Das ganze Leben besteht nur aus Kriegen. Wenn ich mich zurückerinnere, ich wurde 1950 geboren und 6 Monate später begann der Koreakrieg. Als der Koreakrieg vorbei war, folgte Zentralamerika. Mein ganzes Leben ist voller Kriege. Das ist die Realität. Das ist Amerika. Wir bringen Freiheit und Demokratie. Und zwar mit Krieg, du Wichser. Und entweder du spielst mit oder wir bringen dich um. Ein Leben voller Kriege. Ich bin es nicht, der die Kriege macht. Das System macht die Kriege. Irgendwas muss passieren. Wir leben in einem kranken, sterbenden Imperium. And now what's happened? The sun is coming out. Of course. Perfect. I could have done my whole speech. The historical old bridge. This is the place where the closing signing has taken part now. Nice. So thank many you. Thanks. Thank you. Thank you. Yeah. Ich hätte gerne die normalen Spare Ribs mit Barbecue-Soße und eine Cola. And a Coke. Alles klar. Zum Essen? Ah, yes, please. Ja, bitte. Die Cola organisierst du selbst. Ich mach die Spare Ribs. In Ordnung. All right. And I can just sit anywhere or? Ja. Kann ich mich irgendwo hinsetzen? Ja, Platz ist genug. Meine Spare Ribs sind berühmt. Das habe ich gehört. Ich hoffe, sie schmecken dir. Ich will jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Wenn du nach Amerika kommst, wirst du enttäuscht sein. Ich komme aus Texas. Wir sind stolz auf unser Barbecue. Ich mache sie etwas anders als in Texas. Aber eine Texanerin hat gesagt, ich habe viele gute Spare Ribs gegessen, aber deine suchen ihresgleichen. Das hat sie gesagt, als sie hier war. She was here, yeah. Yeah. You know, I heard you was
Ich habe gehört, du warst in meinem Land. Nein, noch nicht, aber ich habe viele Freunde, die dort waren. Ja? In Afghanistan? Ja, in Afghanistan. Aber du warst noch nicht dort. Nein, ich war ein paar Mal im Irak, aber nie in Afghanistan. Vielleicht bald. Sind immer noch Soldaten im Irak? Jetzt? Nein. Vielleicht nur noch... Ganz wenige. Ein oder zwei. Ja, ganz wenige. Ich war dreimal dort und ja, mal war es besser, mal schlechter. Es ist natürlich eine irrsinnige Situation, auch in Afghanistan. Eine verrückte Situation, weil das Vertrauen fehlt. Ja, das ist wohl eines der größten Probleme. Man weiß nie, was passiert, wenn man auf die Straße geht. Und so ist es auch im Irak. Es ist einfach zu viel passiert. Deshalb glaubt man nicht mehr an die Zukunft. Stimmt. Das macht es sehr schwierig. Vielleicht ist es besser, da jetzt kein Soldat zu sein, denke ich. Schön, dich kennenzulernen. Ich sitze hier fest. Komm uns besuchen. Vor 2 Monaten kanntest du noch nicht mal mein Restaurant. Danke. Schönen Tag noch. Dir auch. Mach's gut. Ich habe Texane gekannt hier. Und dann plötzlich musste nach Irak gehen. Und er ist in Irak und dann natürlich nach ein Jahr zurück. Er ist mit einem Freund dort. Und glaub mir, dieser Typ, in ein Jahr, der sitzt da, ich habe ihn nicht gekannt. Stundenlang, ich habe den Mann nicht gekannt, dass der gleiche Mensch ist. Er ist so viel verändert, habe ich bei ihm gesehen. Ich bin bluff total, das ist der gleiche Mensch. Und dann habe ich ihn gefragt, wegen seinem Freund, wo das mit ihm zusammen. Und sein Freund war Kopfschuss gehabt. Und er war sehr, sehr traurig, der Mann. Der Mann ist fast lebendig tot gewesen, so natürlich. I had just started a new job. Ich hatte gerade einen neuen Job bekommen und fuhr auf der Autobahn nach Heidelberg. Und da war ein Blitzer. Ich bin in dem Moment etwas zu schnell gefahren und wurde geblitzt. Und der Blitz ist sehr hell. Wenn eine Bombe am Straßenrand detoniert, ist das Erste, was man sieht, ein Blitz. You don't hear the explosion. Man hört nicht die Explosion, sondern sieht zuerst den Blitz. Meine erste Reaktion war, mich vom Licht wegzubewegen. Es war nur für den Bruchteil einer Sekunde, nicht mehr als 1-2 Sekunden. Ich habe total instinktiv reagiert. Das ist meine stärkste Erinnerung an so eine Situation. Mein dritter Einsatz im Irak dauerte sehr lange, 15 Monate. Und es ist viel passiert. Wir haben einen Soldaten aus unserem Zug verloren. Es war ein Nachteinsatz. Ich saß auf dem Beifahrersitz und wir fuhren durch die Dunkelheit. Und dann sahen wir eine gewaltige Explosion. Das Fahrzeug vor uns hielt an und wir fuhren bis auf 50 Meter auf. Dann kam ein Hubschrauber und holte Jones und einen anderen Soldaten ab und brachte sie ins Krankenhaus. Wir kehrten um und fuhren zum Ausgangspunkt zurück. Dort hörten wir dann, dass Jones im Krankenhaus gestorben war. Er starb also nicht in dem Wagen, sondern etwas später an seinen schweren Verletzungen. Manchmal denke ich, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Denn ich bin, was sowas angeht, nicht wirklich sentimental. Ich erkenne einen traurigen Anlass.
Aber die Traurigkeit hat in dem Moment keine Auswirkung auf mich. Ich weiß nicht, ich sehe, dass die meisten sehr traurig werden und ich respektiere das. Aber ich verstehe es nicht. That's kind of hard for me. Es fällt mir schwer. He died doing what he. Denn für mich starb er bei einer Sache, die er geliebt hat. We should all be so lucky. Und das ist doch nichts Trauriges. Wenn es uns doch allen so gehen würde. Die doing something that we love to do. Den meisten von uns bleibt das verwehrt. Wir sterben nicht bei etwas, das wir lieben. Er schon. Und klar, das ist sehr traurig und seine Familie vermisst ihn, da bin ich mir sicher. Und ich vermisse ihn und die anderen Soldaten, die ihn kannten, auch. Aber ich glaube, er ist glücklich. Er wäre glücklich über sein Vermächtnis. Danke, dass ihr alle hier seid. Was für ein wunderbarer Tag zum Laufen. Wie ihr alle wisst, ist das der letzte Lauf auf dem Patrick Henry Village. Es gibt diese Woche noch viele andere Veranstaltungen. Bitte kommt heute Abend alle zum großen Abschiedsfest. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unserem letzten Lauf. Make sure you got your raffle ticket now. We got a lot of nice stuff on your mark. Get set. Vivi, come here. Everything in the house is all right. Now I'm gonna sing a blues for you, for all the American people. They're leaving us. I'm so sorry for it, Nana. Well, I said it, said it, said it. Whoa. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Come on now. Oh, I love those American people, and I'd like to sing for them many years, many years. And I'm so sorry, so sorry, they're gonna leave me now. Oh, I'm so sad to say goodbye, G.I. Oh, I'm so sad to say goodbye, G.I. Woo! And I'm so sorry, you gotta leave me now. Hey, goodbye, goodbye, G.I. Whoa, thank you so much. Now. So we got your email. Also, wir haben deine E-Mail bekommen, aber Rachel weiß nicht. Sie haben es heute früh abgeholt. Und sie hat nicht gefragt, wann es bei euch ankommen soll. I don't know. Rachel? Rachel? Yes, Rex. Einen Moment. War der Container aus Metall oder aus Holz? Aus Holz. Aus Holz.
Frag ihn mal, wie die Wohnanlage heißt, in der das Haus ist. Yeah, wie heißt die Wohnanlage? Where the house is. Friendly Valley. We know that. Friendly Valley? Das wissen wir. Ja. Yeah. We're having to move out. Wir mussten ja alles einpacken und den Umzug vorbereiten. Und wir hatten noch kein Haus, wussten also gar nicht, wohin wir ziehen würden. Da waren nur Fragezeichen in meinem Kopf. Was werde ich da drüben brauchen? Ich weiß es nicht. Also muss ich raten. Und er sagt nur, ich werde Fußball gucken. Oh, das da ist ein Gemeinschaftshaus. Unsere Seniorenresidenz. A retirement village. I like what I see, yeah. Das gefällt mir. But we don't. Aber es gehört uns auch nicht, Rachel. Wir müssen uns erst bewerben. Wir füllen das Anmeldeformular noch heute Abend aus. Yes, Rex. Ja, Rex. Schau dir diese Häuser an. See, I'm not fond of change. Sehen Sie, ich mag Veränderungen nicht sonderlich. Viele sagen, Veränderung sei Fortschritt. Fortschritt ist immer Veränderung, aber Veränderung ist nicht immer Fortschritt. Wie ich zu sagen pflege. Oh. Hello. It's a basket. Wir haben sehr gemischte Gefühle, aber damit müssen wir leben. Er wird eine Weile brauchen. Ich übrigens auch. So was geht nicht von heute auf morgen. Aber wir schaffen das schon. Ich sehe ganz viel von mir in ihr. Auch das, was ich über meine Schulzeit erzählt habe. Sie hat viel von mir, aber Gott sei Dank nicht alles. Sie schiebt auch gerne Sachen auf und ist gelangweilt von der Schule. Aber sie geht besser damit um als ich damals. Sie hat einen Platz an der Baylor-Universität. Das hätte bei mir nie geklappt, bei meinen Noten. Aber wir haben einen ganz ähnlichen Humor. Wir amüsieren uns über dieselben Sachen. Sie ist mein Töchterchen. Das ist eindeutig. Ganz klar. Okay, but what if I want to see Ellen? You have your phone? I want to see Ellen.
Ich war 1965 mit der Highschool fertig und ging 1966 zum Militär. Ich habe viele Sachen gemacht. Ich will jetzt nicht über Vietnam reden. Ich überspringe das jetzt. Ich kam also raus und allmählich fiel mir auf, dass viele Heimkehrer ernsthaft gestört waren. Einfach nicht funktionsfähig. Ich frage mich, was hat der Tod eines Soldaten für einen Sinn? Aber ich frage mich natürlich auch, was hat es für einen Sinn, dass wir leben? Das muss man sich ja auch mal fragen. Man muss daran glauben, dass etwas Gutes dabei herauskommt. Wir sehen die positiven Folgen momentan noch nicht. Aber für meine Generation muss ich darauf hoffen, dass etwas Gutes dabei herauskommt. So denke ich darüber. Ich würde mir wünschen, es gäbe keine Kriege. Und dass es keine Soldaten mehr geben müsste. Aber so ist es nicht. Solange es verschiedene Nationen gibt und verschiedene Gruppen, wird es immer Feindseligkeiten geben und immer die Notwendigkeit, die Menschen zu schützen, die innerhalb einer Nation leben. Das sind die harten Fakten. Und manchmal glaube ich, genau da liegt der Fehler. Wir wollen gerne der große Bruder für den Rest der Welt sein und wollen uns um alle kümmern, aber nur, wenn es uns etwas nützt. Ich glaube, das ist etwas, was sich entwickeln und verändern muss. Ich denke, wahrscheinlich wird das in 20 oder 30 Jahren anders aussehen. Aber im Moment... Weißt du, ich weiß, was in Kriegen passiert. Ich weiß, was mit den Menschen passiert. Es gibt sichtbare Narben und unsichtbare Narben. Die Menschen bezahlen immer den Preis für die Politik, die gerade dran ist. Ich kenne die Risiken. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Für mein Land. Für mich, ich bin Teil davon. Ja, für dich, für alle. Für meine Mutter, meinen Vater, meine Brüder, für alle Menschen in jeder Stadt, an jedem Ort in Amerika. Selbst für die Leute, die gegen mich demonstrieren. Für die tue ich es auch. Es tut weh, das zu sagen, aber ich habe nie Frieden erlebt. Das ist nicht gut. Ich glaube, das ist nicht gut für die Menschheit. Erst wenn es eine Generation gibt, die sagen kann, wir haben nie Krieg erlebt, haben wir wirklich was erreicht. Sicher. Deine Tochter, mein Sohn, ich habe einen 14-Jährigen zu Hause, mein Jüngster. Ich habe genug davon, ich bin ganz ehrlich. Ich habe genug vom Töten. Ja. Wir müssen unser Leben leben. Gut, dich kennenzulernen. Ebenfalls. Pass auf dich auf. Alles Gute für deine Familie. Ich bin nicht sicher, ob Heidelberg das überlebt. Ganz ehrlich. Ich überlebe es, ohne Problem. Ich arbeite für die beste Autofirma der Welt, General Motors. Und ich habe eine Pension von den US Marines. Meine Frau hat eine Pension von den US Marines. Und wir kriegen Geld jeden Monat, ob ich hier eine Schraube drehe oder nicht. Das ist mir völlig wurscht.
und den ganzen Kram. Ich habe das hier. Und jetzt, Jenna, was steht denn da drauf auf die Maschine? Wie lange muss er noch? Okay. Das Problem mit dem Fahrzeug war das Body Control Modul. Scheinwerfer, Blinker, Radio, Klimaanlage, elektrische Sitze, Sitzheizung. Alles wird mit diesem Modul gesteuert. Mal schauen. Wir haben hier 10 Jahre lang ausschließlich für die United States Army, Marine Corps, Air Force gearbeitet. Dann habe ich Wind gekriegt, dass dieser Abzug passiert. Und seit Juli letztes Jahr haben wir jetzt deutsche Kunden angenommen. So. Und jetzt warten wir und gucken mal, wie kalt es wird. Es ist ja auch so, die Wirtschaft in Heidelberg bricht regelrecht zusammen jetzt. Die Armee geht weg und die ganzen kleinen Betriebe davon fallen um wie Dominosteine. Und es ist eine reine Katastrophe. Und da haben wir jetzt das umgeschaltet, mal zu sehen, ob wir jetzt auch die deutschen Kunden hier machen können. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die oberst zufrieden mit uns. Also in dem Sinne geht's. Weißt du, ich meine, ich bin nichts Besonderes. Alles, was ich bin, habe ich meinem Vater zu bedanken. Alles. Ja. Und das ist einfach eine Einstellung. Ja. Wenn man immer über alles meckert, ist dann auch immer alles Mist. Okay? Wenn man die Sache anders guckt und sagt, das Glas ist nicht halb leer, sondern immer halb voll, dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. None of our beans are, these are supposed to be pole, bush beans, but they're not coming up yet. I don't know if it's too wet. And this is going to be a, you'll see some bricks all lined up here. We're going to make another patio a little, yeah, a stone patio here, but that's going to be down the road a little bit. Und da unten dieses kleine Inselchen, das sind dann die Nationalblumen von Maryland. Yeah. So. Home is where the heart is, and your heart is in different places. Yeah, but mostly here in Ebenheit. Yeah. Yeah, for sure. So. Ja, ich habe schon Problem damit, wenn ich so überlege, wenn es irgendwann mal an der Zeit ist und es geht an die Beerdigung, man muss sich ja schon Gedanken machen, dann habe ich schon gedacht, da muss man ja dann die Urne vielleicht so ein bisschen aufteilen und einen Teil nach Amerika schicken und dort vergraben und einen Teil auch hier lassen. Your urn. I'm gonna have to separate it. Part needs to be buried in the States and part here. Yeah. But let's not talk about that right now. I know, but it's, you have to think about it. Maybe in 20 or 30 years. I like to think about it. Yeah. So. And I'm going to have a little urn made and carry around my neck. Oh, you are? Well, I don't know if you'll survive me anyway, so you might have to do that with my ashes. I don't know, yeah. I don't want to talk about that. Oh. Well, I don't. So. I don't care. Yeah. It's part of life. Yeah. Yeah. Also, wir fahren am Donnerstagmittag um 12 um 1 Uhr nach Frankfurt. Dort übernachten wir. Und Freitag fliegen wir mit KLM nach Los Angeles. And in Newhall there's a big senior village. And we have our girls have in Newhall gibt es eine große Seniorenresidenz. Da haben unsere Töchter ein Haus für uns gefunden, direkt neben einem Golfplatz. Und unser Schwiegersohn versucht, Rex seinen eigenen Golfkart zu besorgen. Also wir freuen uns, zurückzugehen und bei unserer Familie zu sein.
Aber wir werden Heidelberg vermissen und hoffen, ihr kommt mal zu Besuch. Wenn ihr in der Gegend seid, könnt ihr bei uns übernachten oder uns zumindest besuchen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ein kleiner Gruß aus meinem Garten. Und danke für die wunderbaren Ausflüge. Thank you. Danke. Wir werden euch alle sehr vermissen. Thank you.